Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie versprochen, ein Video über die AMC International Aktie, die gerade ja sehr große Schlagzeilen macht. Ich denke mal, viele von euch haben es bereits schon mitbekommen. Die Gruppe Wall Street Bets, mittlerweile 4,3 Millionen Mitglieder, haben sich dazu aufgerufen, in die AMC, ach nicht International, sondern Entertainment Aktie zu investieren. Und man kann das gestern sehr, sehr stark sehen. Das Handelsvolumen war enorm über dem Durchschnitt. Also die Aktie ist insgesamt um 84% gestiegen. Aktuell ist der Kurs bei 13 Euro. Jetzt minus 6,47%. Das kommt aber einfach aus dem Grund, dass es vielen Leuten zu riskant ist, noch weiter zu warten und fangen an, ihre Gewinne mitzunehmen und die Aktien abzustoßen. Das ist meines Erachtens der falsche Weg. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe gestern auch Geld investiert. Da zeige ich euch gleich noch mein Trade Republic Depot. Hier geht es einfach nur darum, dass die Gruppe, die sich abgesprochen hat, darauf ausruht oder dass sie sich abgesprochen hat, dass man gegen den steigenden Kurs wettet. Das heißt, die ganzen Shortseller will die Gruppe kaputt machen. Und wie bereits auch schon bei GameStop, bei BlackBerry, bei Nokia aktuell sehr extrem, versucht diese Gruppe den Aktienkurs in Anführungsstrichen zu manipulieren. Und ich bin gestern, wie ich schon bereits erwähnt habe, bei AMC Entertainment eingestiegen mit 200 Euro. Viele werden jetzt sagen, ist nicht so viel Geld, aber ich sage immer, ich arbeite für mein, wie wahrscheinlich viele von euch, für mein Geld sehr hart und viel, und deswegen habe ich nur in Anführungsstrichen 200 Euro investiert, und mit diesem Spielgeld in Anführungsstrichen möchte ich einfach die Sache bei Wall Street Bets verfolgen. Also das bedeutet, mache ich aus den 200 Euro 400 Euro, werde ich als nächstes die 400 Euro investieren. Sind die 200 Euro weg, überlege ich mir noch, ob ich nochmal was probiere oder einfach mit dieser Methode aufhöre. Das sind so die zwei Möglichkeiten, und ich hoffe natürlich, dass ich da Gewinn mache, aber aktuell ist es so, dass die Aktie enorm fällt. Aber wie schon gerade gesagt, es sind viele Investoren, Privatanleger dabei, die Gewinne mitzunehmen, und dadurch ja werden die Aktien sehr stark verkauft. Gestern hatte ich selbst Probleme, Aktien zu bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur mitbekommen, dass selbst Trade Republic total viele Fehler und Bugs auf einmal in der App hatten. Denn es gab einen unheimlichen Ansturm auf die App und natürlich auch auf die Trades. Und das kann man hier sehr schön sehen. Wenn man jetzt noch einmal vom 14. Januar, oder gehen wir mal an Anfang Januar zurück, ungefähr hier, und wie die Aktie dann weiterging oder hochging um insgesamt 761% seit Anfang Januar. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was hier gerade so am Aktienmarkt geschieht. Und ich kann nur sagen, ich bin kein Finanzberater oder Anlageberater, aber es ist sehr risikoreich. Also das, was jetzt man sieht mit GameStop, BlackBerry oder Nokia oder AMC, es kann gut gehen, aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Deswegen nur das Geld investieren, was ihr wirklich bereit seid, auch zu verlieren. Deswegen habe ich eben nur diese 200 Euro genommen, und ich schalte jetzt einmal um auf meine App. Um einmal euch zu zeigen, wie viel ich dort investiert habe. Und wie ich bereits gerade schon gesagt habe, es sind 200 Euro nur, in Anführungsstrichen nur,
Also ich finde, man sollte da immer ein bisschen gucken, wie viel man bereit ist zu verlieren. Und wenn ich mal gucke, heute jetzt aktuell um 10:58 Uhr, minus 18, minus 19%, tut schon ein bisschen weh. Vor allem, ich bin eingestiegen bei 14,78 Euro. Und eigentlich bei 14,70 Euro, aber durch die Kosten bin ich dann insgesamt bei 14,78 Euro. Ich habe 13 Stück gekauft, das sind 191 Euro müssten das sein oder gewesen sein. Und gerade wäre ich 17,90 Euro im Minus. Hier unten kann man noch sehen, die Analysten, aber da finde ich, kann man sich bei Trade Republic überhaupt gar nicht drauf konzentrieren. Denn die sind entweder uralt oder älter und werden halt nicht dementsprechend schnell aktualisiert. Aber man kann hier sehen an dem Kurs, jetzt geht er wieder leicht nach oben, aber insgesamt 9,32% aktuell im Minus. Nur heute. Und wenn man sich die Woche einmal anguckt, 344% im Plus. Wenn man einen Monat anguckt, 544%. Und wenn man das Jahr anguckt, ungefähr 324%. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Panik davor, dass etwas Schlechtes passiert. Man sieht es hier jetzt schon wieder auf 9% oder auf 10%. Ich bin gespannt, sobald die amerikanischen oder die US-Börse öffnet, wie sich der Kurs verhält. Und ich gehe stark davon aus, dass dieser heute noch um einiges höher geht. Des Weiteren muss ich dazu sagen, ich hatte eigentlich erst gesagt, ich investiere in Nokia. Das war jetzt vielleicht ein leichter Fehler, dass ich es nicht gemacht habe, denn die ja performt aktuell besser. Aber ich halte von AMC das, was ich so bei Wall Street Bets lese, sehr, sehr viel. Und wenn man sich auch mal anguckt, die Nachrichten, die überschlagen sich mit AMC, überall ist es nur noch Thema. Selbst wenn man bei YouTube nach AMC guckt, jede 5 Minuten kommt eigentlich ein neues Video von irgendjemandem, der sagen oder der erklären möchte, wie es weitergeht, der eine Glaskugel anscheinend hat. Denn ich kann es wirklich nicht sagen, wie es weitergeht. Ich kann nur hoffen. Und das, was man liest und das, was man jetzt mit Wall Street Bets gesehen hat, was diese Gruppe für einen Einfluss hat. Ich bin ja eigentlich auch ein Teil davon. Wahrscheinlich der andere, ein oder andere von euch auch. Ich bekomme auch jetzt im Minutentakt irgendwelche Nachrichten von Zuschauern. Vielen Dank da erstmal für. Aber die Fragen halt, wie geht es weiter? Sollte man kaufen und so weiter? Ich kann das schlecht sagen. Ich glaube, das kann jeder oder keiner genau sagen. Aktienhandel ist nicht vorhersehbar, wie Bitcoin-Kurs ist auch nicht vorhersehbar. Und alle, die natürlich meinen, sie können es, ja, da halte ich nicht so viel von. Ich guck immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Klar, man kann sich jetzt hier Charts angucken, wie funktioniert das alles, wie sieht das aus, aber das, was jetzt gerade abgeht, so in Deutschland oder auf der Welt, ist einfach nicht vorhersehbar. Deswegen alle, die investieren möchten oder wären, bitte nur das Geld, wo ihr wirklich sicher seid. Ihr könnt es auch verschmerzen, wenn ihr das Geld verliert zu 100%. Deswegen ich nur 200 Euro, tut natürlich dann auch weh, aber nicht so schlimm, als wenn es jetzt gleich zigtausende von Euro wären. Und wie bereits gesagt, AMC für mich ein klarer Kandidat, dass der auch durch die Decke geht. Ich hoffe, ich konnte wieder mal mit einem kurzen Update auch über mein Depot zeigen, was ich davon halte. Und ich würde mich halt riesig freuen, wenn ihr ein Like nach oben oder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.